Die Menschen in Österreich, die genießen das herrliche Wetter und nutzen die Zeit für einen Ausflug ins Grüne. Doch ganz Österreich sieht an diesem Donnerstag eher rot, denn die Ampelkommission tagt und setzt alle neuen Bundesländer wieder auf rot. Zuvor war ja Oberösterreich in Orange gehalten, Wien letzte Woche hat sich von Orange auf Rot gefärbt, aber auch Oberösterreich hat sehr viele Neuinfektionen zu verzeichnen. Insgesamt in Österreich ja 2391 Fälle und auch in Oberösterreich wie in den anderen Bundesländern gibt es erhebliche Neuinfektionen mit der britischen Corona-Variante. Im Burgenland sollen es gar 70% der Fälle sein, in Wien den Schätzungen zufolge nach 50. All das hat zur Folge, dass die Kommission, die Ampelkommission, hier wieder tätig geworden ist. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass die ganze Ampel in den letzten Monaten ein Projekt war, das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Diese Farbspiele, die ändern sich immer wieder, aber es gibt ja hier regional auch kaum wirkliche Unterschiede. Was die Regelungen betrifft, mit Ausnahme von Quarantänemaßnahmen von einzelnen Ortschaften immer wieder. Wir werden sehen, wie es auch mit der Ampel weitergeht. Momentan ganz Österreich auf Rot geschalten.